Moin. Ah, moin. Was ist? Wie sieht's denn eigentlich mal aus mit euren Videos? Ach so, ja, ne, siehst ja, ist gerade ein bisschen stressig. Ne, Klausuren stehen an und so, da ist jetzt aktuell nicht so wirklich die Zeit dafür. Aber ich bemühe mich, dass es so bald wie möglich wieder mit Videos losgehen kann. Ah, okay. Ey, boah, Alter. Ja, ich weiß, es tut mir ja leid. Ja, wo ist es denn dann? Wie gesagt, die letzte Klausur ist rum, ne? Wie du siehst, am 21.07. nur noch einen Vortrag, dann passt das. Ich fange jetzt schon an, ein Video zu arbeiten, alles cool, ich mach das schon. Keine Panik, ich krieg das alles hin. Alles gut. Okay, ich glaub dir, aber zwing mich nicht wiederzukommen. So, da bin ich wieder. Ja, lang hat's gedauert, aber ich glaube sogar heute ist der Tag, wo ich meinen letzten Vortrag habe. Das heißt, ab jetzt kann es wieder mit der Videoproduktion losgehen. Es ist jetzt auch eine geraume Zeit vergangen. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr da wart und auch vielen lieben Dank für den ganzen Zuwachs an Leuten. Ich habe mal geguckt, die Community ist aktuell 143 Personen groß. Ich bin echt positiv überrascht. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Ja, in der Zeit, weil es Pause war, ist einiges passiert. Und zwar habe ich meine ganzen Projekte fertig gemacht. Ich habe sogar, ich meine, das wird jetzt die wenigsten interessieren, aber das wollte ich nochmal sagen, weil da war ich richtig stolz drauf, meinen persönlichen Bankdrückrekord auf 110 Kilo erweitert. Ich weiß, einige sagen jetzt, boah, das ist ja voll wenig, ist egal. Für mich ist das viel, heißt, ich bin da stolz drauf. Also macht's mir nicht kaputt. Dann habe ich mich auch mit einem anderen Thema auseinandergesetzt, und zwar meinem Motorrad. Wie ihr schon in vorherigen Videos halt erfahren habt, ist das ja wirklich mein Traummotorrad. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich mir das direkt kaufen konnte. Jetzt ist allerdings die Sache, dass das Jahr 2020 mit Corona mir doch einen größeren Strich durch die Rechnung gemacht hat, als ich dachte, was das Geld betrifft. Und da ich ja jetzt auch in absehbarer Zeit mit meinem Studium fertig bin, baue ich ein Auto. Ne? Weil dann geht ja alles hier mit Ausziehen, Auto, Möbel und den ganzen Scheiß. Und da habe ich ja leider jetzt nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten, die ganzen Sachen, Umbauten und so einen Quatsch dann da am Motorrad zu verwirklichen, die ich vorhatte. Was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, da es halt in meinem Kopf schon fertig ist und ich quasi jetzt nur die Spiegel geschafft habe und das war's. Und den kurzen Kennzeichenhalter, aber naja. Ist ja so, war ich auch echt traurig, als ich das realisiert habe, aber mein Gott. Nur weil man die dann jetzt in absehbarer Zeit dann irgendwann mal wieder verkaufen muss, heißt es ja nicht, dass es dann ewig so bleibt und man dieses Motorrad nicht doch mal irgendwann besitzen wird. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, dass das Thema Motorrad hier auf dem Kanal jetzt erstmal eingestampft ist. Was ich eigentlich schade finde, weil ich meine, mein Logo behalte ich, das finde ich ganz cool. Auch das Banner, was mir meine kleine Schwester gemacht hat, das fand ich auch ganz cool, das behalte ich auch. Ja, ne, ist halt jetzt ein bisschen doof, weil das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich den Kanal halt gegründet habe. Aber egal, das Kamillentheater macht mir auch Spaß. Also werden wir dann erstmal dabei weiterbleiben. Aber ich meine, die meisten Leute interessieren sich ja wahrscheinlich eher für den Chameleon-Content, aber ja, das war jetzt so eine Herzenssache, die kann ich jetzt leider nicht weiter ausführen. Aber egal, passiert. Es ist nicht aller Tage Abend, es kommen die nächsten lustigen Projekte und so, auf die man Bock hat. Das wird also kein Problem sein. So, wir fangen an. Und zwar ist das heutige Thema, wo ich schon auf Instagram gemerkt habe, erstmal auch, ne, cool, dass auch so viele Leute geschrieben haben via Instagram. Ich habe ja gesagt, nur weil ich jetzt videotechnisch eine Pause mache, heißt es nicht, ich schotte mich jetzt komplett von der Welt ab. Ihr konntet mich über Instagram alle möglichen Sachen fragen, die auf die ihr Bock hattet. Und da kam relativ häufig die Frage, wie man an ein Chameleon überhaupt rankommt. So, alle Leute sagen, ja cool, ich habe jetzt ein Terrarium, ich habe das alles vernünftig eingerichtet, schön und gut, aber wie komme ich überhaupt an das Tier? Ja, da ist das Ding. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten und zwar... Und hier ist gerade ein Marienkäfer auf den Rücken gefallen, den rette ich mal kurz. So, guter Tag für heute erledigt. Und zwar sprechen wir heute darüber, wo man die Tiere halt herbekommt, ne, was so die beste Möglichkeit ist oder was es überhaupt für Möglichkeiten gibt.
und worauf man da auch eventuell drauf achten sollte, wenn man sich so ein Tier zulegt. Wenn ihr mal merkt, ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, ich komme voll aus dem Redefluss raus. Wenn man sich im Internet informiert, wird man meistens auf irgendwelche Foren weitergeleitet. Das ist auch eine einigermaßen coole Nummer, ne? Weil in solchen Foren sind manchmal Züchter anzufinden, die man halt fragen kann, ob man dann den Besuch abstatten kann, ob die einem schon mal generelle Informationen über diese Tiere geben können oder ob sie einem schon mal generelle Fragen beantworten können, zum Beispiel, wenn ihr schon vorher ein Terrarium gekauft habt, ob das Terrarium für das Tier angemessen ist. Das könnt ihr auch den Züchter fragen. Deswegen sind da teilweise Foren eine ganz gute Anlaufstelle, um Züchter zu finden. Auch vielleicht sogar Züchter in eurer Nähe. Eine andere Option wäre neben Züchtern natürlich die Zoohandlung. Ich persönlich finde das nicht so cool, da, ne, ich meine, das ist jetzt auch nur so ein persönliches Ding, weil ich finde, da rennen halt am Tag, weiß Gott, wie viele Leute an diesem Terrariumfenster vorbei. Kleinere Kinder klopfen da teilweise in die Scheibe und hampeln da irgendwie rum. Das ist halt nur purer Stress für das Tier, finde ich. Und da kann es vielleicht sein, dass so ein Tier davon Trauma kriegt. Wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich will da keinem zu nahe treten, der sich auch eventuell ein Tier aus der Zoohandlung gekauft hat. Ich finde das halt nur irgendwie nicht so cool. Ich ziehe da irgendwie immer einen Züchter vor. Klar sind die Tiere vom Züchter auch meistens dann teurer in gewisser Art und Weise. Aber wenn man einen guten Züchter hat, weiß man auch, dass das Tier dann da seine Ruhe hat und auch in Ruhe aufwachsen konnte. So, und bei einer Zoohandlung, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, wie viele Leute das Tier schon angekrabbelt haben oder an der Scheibe rumgeklopft haben oder so. Deswegen, ich bin eher so der Züchtertyp. Fühlt euch jetzt bloß nicht persönlich angegriffen, wenn ihr ein Tier aus der Zoohandlung habt oder euch irgendwie an eine Zoohandlung gehalten habt. Das ist persönliche Ansichtssache. Bei einer anderen Art des Chamäleon-Kaufs ist zwar in anderen Ländern verbreitet, in Deutschland nicht so, und zwar so ein Online-Shop. Das habt ihr wahrscheinlich schon so in amerikanischen Reptilien-Unboxing-Videos gesehen, dass da so ein Styroporkarton ist und in diesem Styroporkarton ist so ein kleiner Stoffbeutel, bei Taranteln oder so ein Plastikbeutel ist dann das Tier drin. So, das ist in anderen Ländern, so Amerika und so, ist das relativ verbreitet, dass man sich die Sachen da durch die Gegend schickt. Finde ich persönlich jetzt auch nicht so cool, ne, weil klar, es ist zwar wenigstens dunkel, das heißt, das Tier ist mehr oder weniger ruhig gestellt, sage ich jetzt mal. Wenn das so funktioniert wie bei Vögeln, ich hoffe mal, ich habe das jetzt richtig, wenn nicht, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Dennoch ist das Tier eine höhere Stresslevel ausgesetzt, da es halt geschnappt wird, in einen kleinen Karton gepackt wird, der Karton zugeklebt wird, dann vielleicht sogar nicht mal ausreichend Luftlöcher, das ist jetzt eine fiese Unterstellung, aber kann ja mal immer passieren, dass die irgendwie schlecht Luft bekommen oder so. Soll jetzt nicht heißen, dass das der Regelfall ist, aber ich sag das jetzt einfach nur mal so. Dann wird das dann erstmal stundenlang im Flieger durch die Gegend geschickt, dann wird's zu euch dann gefahren über holprige Straßen und so und dann kommt ihr, macht den Karton auf, springt euch so ein Tier entgegen und schreit, lass mich hier bloß raus, ich hab die schlimmsten 24 Stunden meines Lebens hinter mir. Deswegen, Online-Shop ist zwar auch eine coole Nummer, finde ich, ne? Aber da sollte man sich halt auf Kleidung oder Möbel oder sowas beschränken und nicht irgendwie auf Tiere. Weil das ist für die doch ganz schön Strapaz. Jetzt überlegt euch mal, wie kaputt ihr zum Beispiel nach so einem Flug nach Amerika seid. Das sind ja auch ein paar Stunden. Und dann stellt euch das mal als Tier vor in einem Karton im Frachtraum unten. Deswegen, das ist auch nicht so geil, finde ich. So, dann gibt es eine coole Nummer, um Züchter kennenzulernen. Und zwar in Form von Terroristikbörsen. Das sind so Messen, auf denen, das ist so quasi, kann man sich vorstellen, wie Comic-Con oder sowas, sag ich jetzt mal. Oder Gamescom, ja. Nur halt mit Reptilien. Das sind so ganz viele verschiedene Züchter und Firmen und da kannst du dann, die stellen dann ihre Tiere aus und vermarkten sich quasi so, als dass sie super Züchter sind und so. Da kann man ganz viele neue Leute kennenlernen. Auch Leute aus der Umgebung vielleicht, die die Tiere züchten, die ihr wollt. Und was noch wichtiger ist, ihr kriegt einen Blick auf die Tiere. Ja, weil die bringen dann meistens ihre eigenen Nachzuchten mit und dann kann man sich die dann mal angucken und dann sieht man schon direkt, oh ja, dem Tier geht's gut, oh, dem Tier geht's dann vielleicht nicht so gut, ne? Da kann man schöne erste Einblicke sammeln und vor allem, was am wichtigsten ist, man kann viele Informationen ergattern. Leider aufgrund von Corona ja aktuell nicht so der Fall, denn die sind ja, glaube ich, letztes Jahr und dieses Jahr ist ausgefallen, aber da wir ja aktuell mit Corona sehr gut vorankommen und ich mal hoffe, dass sich das bis Ende diesen Jahres erledigt hat, kann man vielleicht hoffen, dass es nächstes Jahr wieder diese Terroristikmessen gibt,
wo man sich dann besagte Informationen ziehen kann. Zumal man sich da nicht nur Nachzucht anschauen kann, sondern auch so Zubehörsachen, zum Beispiel wie Tränkespender oder sowas oder Pflanzen oder sowas anschauen kann. Da gibt es also nicht nur Reptilien, sondern auch was zum Thema Dekoration von Terrarien und auch vielleicht sogar Terrarien. Das ist ganz spannend und da kann man dann auch schon mal so einen ganzen Tag verbringen. Ja, dann kommen die klassische Art natürlich Züchter. Ich habe bislang jedes Mal eine Chameleons von Züchtern. Hier ist es eigentlich relativ verschieden, wie man an die Sachen rankommt. Entweder kriegt man Züchter von Bekannten empfohlen, man liest in Foren, man googelt selber oder es gibt auch so Sachen wie eBay, sag ich jetzt mal, für Reptilien. Da habe ich jetzt aber leider die Webseite vergessen. Ich hoffe, wenn ich das dran denke, dann kann ich vielleicht einen Link reinposten oder ich nenne die Seite mal. Das sieht aus wie eBay, da bieten Leute ihre Tiere an, aber dann sieht man auch irgendwo dazwischen so Fotos von Chamäleons mit einem Gebot von 1 Euro. Das sind dann meistens Züchter, das steht dann auch wahrscheinlich oben drin. Nachzucht abzugeben oder so. Das ist nicht der finale Preis, 1 Euro. Das ist einfach nur, dass die da ihre Anzeige stehen haben können und dass man sich dann mit denen in Kontakt setzen kann. Ne, dann könnt ihr die halt anschreiben, dann wird euch gesagt, yo, pass auf, ich habe so und so viele Tiere, so und so viele männliche, so und so viele weibliche. Das würde ich mir vielleicht als Preis vorstellen. Wie sieht es bei dir dazu aus und wie kann ich denn mal vorbeikommen, damit ich mir diese Tiere mal angucken kann? So, ne, das sind halt auch ganz coole Sachen. Also Züchter sind eigentlich relativ einfach zu finden. Es wird erst halt schwierig, wenn man Züchter in der gleichen Umgebung sucht. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber es hat mich zum Beispiel eine Person angeschrieben, die meinte, yo, ey, pass auf, ich lebe jetzt hier im Raum Osnabrück und suche halt in Jemen Chamäleon, aber es gibt da wohl wenig Züchter. So habe ich auch mal geguckt, weil ich dachte, okay, kann ja gar nicht sein. Aber die Person hatte recht. Da ist es halt so immer abwegig. Entweder guckt man sich dann nach einer anderen Art um, für die man sich wohl auch interessiert, oder man nimmt ja den Kauf, dass man ein bisschen weiter fährt, mit dem Ziel aber, dass man dann seine Chamäleon-Art hat, für die man auch brennt, die man haben möchte und dann damit rundum zufrieden ist. Das heißt, nur weil ihr euch jetzt für eine Art entschieden habt, heißt es jetzt nicht, dass ihr da direkt in nächster Umgebung was findet. Ne, das wollte ich euch nur damit sagen, dass es auch sein kann, dass ihr da ein bisschen weiter für fahren müsst. Eine weitere Quelle, an die ich anfangs gar nicht gedacht habe, ist der Tierarzt. Ja? Und zwar, ich meine, ich hatte ja schon vorher ein paar Chamäleons gehabt und ich bin halt immer noch bei der gleichen Tierärztin, die ist auch super, ich finde die echt toll. Also wenn ihr im Umkreis von Bochum lebt, dann guckt mal bitte bei Frau Maller vorbei. Wie heißt sie nochmal? Brigitte? Keine Ahnung, Maller. Auf jeden Fall ist eine sehr nette, kompetente Frau. Das ist keine Werbung an der Stelle, aber sie kennt sich richtig gut mit Chamäleons aus. Und als ich mit meinem letzten Chamäleon da war, das leider an Altersschwäche gestorben ist, hatte sie mir auch direkt neue Züchter empfohlen. Das hört sich ein bisschen krass an. Ne? Also jetzt nicht direkt, quasi, dass das Tier tot war und du bist jetzt zum nächsten Züchter gefahren, sondern halt, das Tier ist gestorben, Trauerphase, nochmal zu ihr hingefahren. Sie hat gesagt, yo, alles klar, ich kann dir Züchter in der Nähe von Dortmund empfehlen. Da kannst du mal gerne vorbeischauen, weil die hat die auch zum Beispiel bei sich. Jedes Mal, wenn die Nachzuchten haben, kommen die mit ihren Tieren zu ihr und lassen die einmal durchchecken. Und das heißt, die ist immer mit denen in ständigen Kontakt und war so quasi die sicherste Quelle, die mir sagen konnte, wie die so drauf sind. So, das heißt, wenn ihr mal vorher schon Chamäleons hattet und euren Tierarzt des Vertrauens habt oder auch mal so eventuell mal bei einem reptilienkundigen Facharzt mal nachfragt, kann es da immer sein, dass die auch mit Züchtern in Kontakt stehen, da die halt, wie ich schon gesagt habe, die Nachzuchten halt zur Kontrolle einmal geben, dass die euch dann sagen können, ey, pass auf, die haben Jemen Chamäleons, die haben Panther Chamäleons, die haben Lappen Chamäleons und so. Wenn dich da was interessiert, kannst du dich ja gerne mal bei denen melden. Weil die nette Dame hat mir halt direkt alles gegeben, Kontaktdaten, Telefonnummer und so, damit ich mich direkt bei denen melden konnte. Und da habe ich auch gesagt, ey, von meiner Tierärztin bin ich hingeschickt worden, die haben sich mega gefreut, auch mega nette Leute gewesen. Und da bin ich richtig froh, dass ich da durch meine Tierärztin drauf gekommen bin. Ja, vor dem Tierkauf, worauf sollte man denn da auch noch achten? Und zwar kann man auch schon sowohl bei Züchtern als in Zoohandlungen eigentlich überall, kann man sehen, wie die Tiere gehalten werden. Und zwar, wenn ihr da schon irgendwie ein Terrarium habt, wo ein Ast drin ist und unten alles mit Papier ausgelegt ist und so und alles relativ spartanisch ist, siehst du schon eigentlich dem Tier an, dass es dem eigentlich da, wo es lebt, nicht so gut geht. Ne? Und da würde ich dann auch ein bisschen mich von distanzieren, sowas unterstützen zu wollen. Und das ist halt auch immer cool, wenn du dann zu Züchtern oder so nach Hause eingeladen wirst und du siehst dann, ja, ey, da haben wir eine ganze Wand voll mit Terrarien. Diese Terrarien sind aber vernünftig ausgestattet mit Ästen, Pflanzen, guten Trinkmöglichkeiten und genug Futtermöglichkeiten und so. Da seht ihr auch direkt, die Tiere sind agil und rennen rum und haben eine schöne, entspannte Farbe,
Das heißt keine Verfärbung oder schwarze Punkte oder so, die auf Stress hindeuten. Das finde ich halt das Coole bei den Tieren. Ne? Das ist zum Beispiel in Zoohandlungen ist das ein bisschen schwieriger einzusehen, ne? Weil man da halt nicht hinter die Kulissen gucken kann. Aber bei Züchtern kann man eigentlich auch hinter die Kulissen schauen. Ne? Wie sieht's da aus? Die haben mir zum Beispiel auch alles im kleinsten Detail halt erklärt. Die haben mir auch gezeigt, wo die ihre Futtertiere herholen. Man muss halt einfach nur nachfragen. Ne? Ihr könnt euch ja am besten, wenn ihr zu einem Züchter fahrt oder zum Händler einfach fahrt, je nachdem, für was ihr euch entscheidet. Ich würde jetzt niemanden in irgendeine Richtung drücken. Könnt ihr so eine kleine Checkliste machen, die dann abarbeiten, und wenn eure Fragen dann vernünftig beantwortet wurden und ihr der ganzen Situation halt zusagt, dann dürfte eigentlich nichts schief gehen. Auch wenn ihr euch ein Tier zulegt, denkt dran, nicht einfach nur ein Tier kaufen, damit ihr eins habt, sondern Chamäleons werden auch schon so um die 6-8 Jahre alt. Manche Tiere werden älter, manche Tiere sterben früher, aber ihr solltet euch jetzt nicht im Kopf haben, okay, weiß ich nicht, Chamäleon ist gerade im Trend oder ich habe mal Bock, irgendein Haustier zu haben, was kein anderer hat, sondern kaufe ich mir einfach ein Chamäleon, ohne was über den Hintergrund zu wissen oder wie man das Tier pflegt, weil das ist eigentlich der falsche Weg. Man sollte sich schon für die Tiere vernünftig interessieren und auch Bock auf die ganze Nummer haben. Weil wenn ihr irgendwie sagt, okay, ich ekel mich vor Insekten oder ich bin gerne unterwegs und erkunde die Welt und so, ne? Aber hab keinen, der sich mit Reptilien auskennt, der das Tier dann halt in der Zeit pflegen kann, wenn ich halt weg bin. Dann ist das leider nicht das richtige Tier für euch. Das ist halt nicht so wie ein Hund, den man jedem abgeben kann, weil die meisten Leute kennen sich mit Hunden aus oder beziehungsweise wissen, wie man mit Hunden umgeht. Das ist bei Chamäleons halt immer ein bisschen schwieriger, ne? Auch mit der Luftfeuchtigkeit, da müsst ihr eigentlich immer ständig einer stehen und gucken, sag ich jetzt mal so über den Tag verteilt. Dann mit dem Füttern und so, das ist alles so ein bisschen zeitintensiver. Dann auch, wenn ihr eine Trinkmöglichkeit habt, wo unten so ein Wasserbehälter ist, diesen dann täglich auszuleeren bzw. zu reinigen, damit sich keine Bakterien bilden. Das ist alles ein bisschen zeitintensiv. Da solltet ihr euch vor dem Kauf auf jeden Fall im Klaren sein, dass das jetzt halt nicht so ein Meerschweinchen ist, was quiekt, wenn es Hunger hat, und was ruhig ist, wenn es zufrieden ist. Ne, das ist schon ein bisschen zeitintensiver. Was nicht heißt, dass Meerschweinchen nicht cool sind. Meine Schwester hat auch zwei und die sind auch knuffig. Dann sollte man sich natürlich auch über die Unterhaltskosten im Klaren sein, was so die ganze Stromgeschichte mit einschließt. Das heißt, Beleuchtungskosten, die Kosten der Pumpe zum Beispiel von meiner Tropftränke und so. Das sind alles halt Kosten, über die sind sich manche Leute nicht im Klaren. Dann kommen dazu noch halt die Futtertierkosten, Bodengrundkosten und so, wenn man irgendwas im Terrarium instand halten muss. Oder halt auch Arztkosten von deinem Tier. Da kann ich ja auch mal vielleicht, oder habe ich dazu schon ein Video gemacht, Kosten? Ich weiß es gar nicht mehr, schon zu lange her. Ich kann mal nachgucken, wenn nicht, dann könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was so, ob euch das interessiert, was so für Kosten auf einen zukommen. So, was kann ich jetzt noch abschließend zu der ganzen Geschichte sagen? Lasst euch jetzt nicht davon abschrecken, dass ich jetzt gesagt habe, hier, macht euch genau Gedanken darüber. Das sollte man sich bei jedem Tier machen, was man sich als Haustier zulegen möchte. Sei es Hund, sei es ein Hamster, sei es ein Chamäleon, sei es ein Goldfisch, ist scheißegal. Tier ist Tier und jedes Tier hat das gleiche Recht zu leben und hat auch das gleiche Recht, glücklich zu leben. Ja, das heißt nicht, nur weil es irgendwie ein Goldfisch ist, kann ich das in so ein Wasserglas stellen. Also nein, der soll sich auch vernünftig austoben können und schwimmen können, wie er Bock hat. Das gleiche trifft auf Hunde zu. Ja, du kannst dir keinen Husky kaufen, wenn du jeden Tag nur 10 Minuten mit ihm rausgehst. Der denkt sich auch, willst du mich eigentlich verarschen? Genauso das gleiche ist mit Chamäleons. Ja, die sollen auch einen vernünftigen Auslauf haben und sich bewegen können, wie sie möchten. Und es sollte auch natürlich die nötigsten Sachen gespart werden, wie zum Beispiel, okay, mein Tier hat jetzt irgendwie einen Husten, aber ich habe jetzt keinen Bock zum Tierarzt zu fahren, weil ich das Geld sparen möchte, weil ich irgendwie mir eine PS5 kaufen will oder so, sage ich jetzt mal. Das sollte auch nicht der Fall sein. Aber für die Leute, die da richtig Bock drauf haben, da kann ich denen halt nur empfehlen, informiert euch genau, schreibt euch, bevor ihr zu der besagten Person fahrt, eine Liste, fragt sorgfältig nach. Wenn ihr was nicht verstanden habt, dann fragt da dann bitte nochmal genauer nach, weil die Leute erklären das eigentlich in der Regel relativ gut und auch gerne. Wenn ihr Leute habt, die schon bei manchen Fragen so ein bisschen fishy sind, da würde ich da mal ein bisschen aufpassen und auch mal genauer nachhaken bei manchen Sachen, weil das ist dann meistens schon ein bisschen verdächtig. Aber ich bin zuversichtlich, dass ihr da auf jeden Fall dann einen richtigen Griff machen werdet und auch dann viel Spaß mit eurem zukünftigen Tier haben werdet. Huh! So, das war jetzt ein bisschen krass und ich sehe auch gerade, wir sind jetzt bei fast 24 Minuten. Das war ein bisschen umfangreich heute und ich bin auch nicht mehr so ganz drin in dem Video machen, sage ich jetzt mal, ne? Das ist für mich jetzt wieder so eine Sache, das dauert ja, das ist mal wieder 2-3 Wochen, bis ich hier reinkomme und die Videos alle ein bisschen kürzer werden. Ich hoffe mal, euch hat das gefallen, ich hoffe mal, es war informativ, weil ich glaube, ich habe mich an manchen Stellen ein bisschen verheddert und musste nochmal neu anfangen. Ich hoffe mal, das ist nicht so aufgefallen. Ansonsten bin ich froh, wieder hier zu sein. Ich bin auch sehr froh, euch zu haben, sage ich ganz ehrlich. Ich habe euch auch ein bisschen vermisst, weil ich finde meine Community, auch wenn sie nicht die größte ist, finde ich mega cool.
auch, dass ich wirklich einen Zuwachs von über 43 Leuten zu verzeichnen habe, ist stark, finde ich persönlich. Ich meine, klar, das machen manche Leute in 10 Sekunden, aber ich freue mich über jeden, der hier ist und über jeden, der Interesse daran zeigt. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben oder Ideen zu Videos haben, ganz wichtig, dann schreibt sie bitte in die Kommentare. Ich schreibe mir das dann alles fein säuberlich auf. Und was mich dann auch selber sehr interessiert, nehme ich dann auch mit ins Programm auf. Das wird dann alles unten dran gehangen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Bock habt, lasst ein Like da. Wenn ihr Verwandte, Bekannte habt, die sich auch für das Thema interessieren, könnt ihr denen gerne das Video zeigen. Das war's von meiner Seite her. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis demnächst. Haut rein. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake that we are.